Aber nun gut, wir brauchen Karen, Kimber, yeah. Film. Die haben wir hier gleich, oder? Ist sie kein Film? Buchstabe B, Rad, Sichel, Brille, Reagenzglas, Nagel, dreimal, Pferd, Buch, Eimer und Kopfhörer. So. Habe ich einen Pinsel? Habe ich einen Pinsel gelesen? Hm? Pinsel? Hier ist nicht der Pinsel. Was ist denn das hier? Für mich ist das ein Rohr. Kein Reagenzglas. Hier ist eine Brille. Nagel, brauchen wir Nagel? Ich habe gerade einen Nagel gefunden. Hier. Komm schon. Hier ist ein Nagel. Das ist doch ein Nagel hier. Pferd, ein Pferd hier. Eimer. Hier ist ein Rad. Wenn dieser Rad ist, Karin, was für ein Karin? Ein Loch ist im Eimer, lieber Heiner. Ein Loch. Schubkarren. Also, Film, aber das ist doch ein Film, oder? Hier ist ein Nagel. Axt, Kopfhörer. Wo soll man hier Kopfhörer finden? Hier. Ah, was ist denn das hier überhaupt alles hier? Das sieht so aus wie... Überall sieht es hier aus. Könnt ihr nicht ein bisschen aufräumen und haben wir einen besseren Überblick, dann findet man auch die Sachen leichter. Verstehst? Sichel, hier. Sie kennen Sichel doch. Da verstecken sie das schon so halb. Damit man ja lange braucht hier. Buch, wo soll ich ein Buch? Hier, ist das ein Buch? Was haben wir hier? Buch. Genau, das Buch ist da drin. Ach du Kacke. Was brauchen wir? Ein Eimer? Buchstabe W. Sollen wir das nehmen hier? Ist es? Es ist sogar das. Okay. Ich dachte, das wäre ein Schild. Aber nun gut, wenn das so ist, dann nehmen wir das. Film. Das ist doch Film hier. Ja. Filmrolle. Eimer. Wo ist denn der Eimer? Soll das ein Eimer sein? Der ist umgedreht gewesen. Okay. So, nur noch den Film. Wo haben wir den Film? Zeig mal da drauf auf dem Monitor. Weißt du, drückst du mal hin. Damit ich den finde, den Film. Das war, nee, das ist keiner. Muss ein anderer Film hier sein. Zeigeblatt ist das, oder? Mhm. Film, wo soll ich denn den Film hernehmen? Das ist schon so. Lauter so Flunserl. Lauter so Fusseln fliegen hier herum. Das sieht man ja im Film nicht. Katastrophal. Müssen wir da rüber gucken? Was sind das? Ist das? Das soll ein Film sein? Wir bekommen einen super schicken 4 Red Rigging Karren, hey. Wahnsinn, und was haben wir hier? Eine Zielscheibe, da hat Opa geschossen drauf, mit der Pistole, die hier im Handschuhfach liegt. Was haben wir hier? Schaufel. Oh, ich habe etwas gefunden, einen Spaten. Können wir natürlich brauchen. Wir haben so viel Müll hier. Ihr seht es. Wahnsinn. Können wir jetzt da weiterblättern? Nee. Krass, oder? Wenn wir wenigstens was Nützliches da haben. Brauche ich hier ein bisschen Öl hier und dann Feuer und dann können wir hier die Bude in die Luft sprengen. Aber Fackeln hier. Okay, ich gehe mal wieder zurück. Ja, das wissen wir schon.
Griff brauchen wir nicht den Karren. Was brauchen wir? Die Licht. Oh, it's so dusty. Stoff, no one has cleaned up around here for a long time. Aha, jetzt haben wir den zweiten Stoff. Und wir. Weil der Stoff nicht gegangen wäre. Some numbers and letters have been carved in wood. Could that be the code? Natürlich wird das der Karl. Aber der hätte doch genauso funktioniert. Aber nee, der braucht einen speziellen. Ihr wisst schon. Das ist auch ein Stoff. Der ist aus Baumwolle und der andere war Vlies, weißt du? Und hier jetzt die B. Die B müssen wir machen, die B. Machen wir mal. Hey! B? 6. Ist nur eine 6. E. Darf man nicht. B6E3. 3. G. Wir schreiben den Zahlencode genau hier daneben hin. Wer ist denn da so blöd? Und wir machen die Tür auf. That wolf's head looks quite strange. Und natürlich ist das Licht kaputt. Wir kommen hier rein und schwupp, fällt das Licht aus. Die ganze Zeit ist gegangen. Kaum geht man mir für die Tür rein, ist das Licht kaputt. Aber wir haben hier eine Laterne. Und warum leuchten die Augen so von diesem blöden Wolf hier? Ich mache Licht hier. Was ist denn hier? Ist zu dunkel. Ich brauche irgendwie Licht. Ja, hier hast du Licht. Aha. Auf den Tisch stellen. Gut. Hier ist ein Hammer. Geil. Ein Stern. Was braucht die Sterne überhaupt? Ich weiß noch nicht. Was sind die? Wir haben hier gesoffen. Was haben wir hier? Jetzt leuchtet er nicht mehr. Aha. Der Schalter bewegt sich nicht. Der müsste ein bisschen Öl reintun, oder? Tatsächlich. Ja. Habe ich ja gewusst, weißt du? Der Schalter bewegt sich nicht. Was willst du noch? Du musst nur ein bisschen Öl reintun. Wie hat sich jetzt das Ölkändel? Dann hau mit dem Hammer drauf. Und wie? Da musst du halt mit dem Hammer ein bisschen dran klopfen. Oder mit dem Vorschlaghammer. Der Schalter bewegt sich nicht. Hör doch. Momentchen. An der Wand hängt ein unheimlicher Wolfskopf. Ich könnte schwören, dass seine Augen im dunklen Rot geleuchtet haben. Ich habe ihn mir näher angesehen und er scheint mehr zu sein als reine Dekoration. Darunter scheint sich eine Art Uhrwerk zu befinden. Wozu könnte das gut sein? Na, für was denn schon? Haben wir da vorher auch was übersehen? Oder? Gut, das haben wir ja, das haben wir auch. Da ist ein Streichholzschärfchen. Aha, da ist ja ein Schlitz. Momentchen. Und nun? Mit dem Hammer drauf. Fehlt der Zahnrad noch? Aha. Ohohohoho. Großmutti. Du Schlingel. Was haben wir denn da? This looks like a puzzle lock. I need to get rid of all these stones by sliding them towards each other. Da kommt doch niemand da rein. Also da braucht sie sich nicht so verstecken, die Großmutti. Wahnsinn, was muss man hier tun? Okay. Ja gut, das habe ich ja trainiert heimlich. Momentchen, was haben wir hier? Jetzt kriegen wir den Griff, Diamanten besetzter Griff. Warum tut sie denn in den Tresor rein? Wahnsinn, was haben wir hier noch? Wahnsinn. Und hier ist eine Tür. Können wir auch noch reingehen. Was ist denn das für eine schöne Decke? Momentchen, hier ist ein Wimmelbildspiel.
Axt, Feder, Radio, Apfel, Lampe, Bügeleisen, Statue, Elefant, Diamant, Tablette, Kassette, Ziegel. Okay, wir fangen mit der Axt an, oder? Da ist eine Kassette. Okay, ich habe gesagt mit der Axt. Okay, wo ist die Axt? Die Axt, die muss ja hier irgendwo liegen. Aber hier ist ein Bügeleisen. Wenn das vorher schon ins Gesicht fällt, dann muss man das Lampe ist hier. Radio, habe ich gerade vorher gesehen gehabt. Hier. Dann Feder. Das ist eine Feder. Okay. Axt. Habe ich gewusst, das ist eine Axt, ja. Statue. Hier hinten ist eine Statue. Da ist ja nicht viel hier. Da muss man das normal gleich finden. Elefant. Hier. Apfel. Wo ist der Apfel? Hier. Feder. Diamant. Tablette ist hier. Ziegel. Aber überall sieht es hier so aus, weißt du? Katastrophal. Feder. Wo ist denn hier Feder? Feder. Hm. Diamant, Feder, Ziegel. Die sind da. Oh. Diamant? Ich wollte nur sagen, das ist schön, dabei kann man das öffnen. Kann man hier Schubladen auch öffnen? Oder hier? Nee. Oder das? Oder die Taschen? Messer. Soll hier Feder sein? Ziegel? Hier. Wo soll die Feder sein? Hier. So, dann haben wir es, oder? Jawohl. Wir bekommen eine Axt. Wir können jetzt hier alles kurz und klein schlagen. So, was haben wir noch? Kerze, die Uhr. Was haben wir hier? Da stehen Schuhe raus. Da muss irgendeine Puppe dahinter sein. Weißer Brief? Den nehmen wir mit. Notiz. Mr. Mortimer? Are you alright? What are you doing here? Hmm. He doesn't look good. I probably should follow my grandma's advice and give him some brandy. Was soll das? Er sieht schrecklich aus. Also ich sag ja. Er sieht wirklich schrecklich aus. Was war da? Er trinkt zu viel Wein oder wie? Dann nimm. Kann man jetzt mit dem was machen? Das laut, die sind ja lauter Tote hier. Nimm ein Glas, nimm einen Schluck. Geht auch noch. Dann nimmst du hier noch. Der letzte Schluck. Was haben wir hier? Medaillon. Ich habe etwas gefunden. Ein Medaillon. Ja, krass. Der hat noch gelebt und jetzt, das war der letzte Schluck. Krass, oder? Ich kann hier nicht mehr bleiben. Es ist nicht mehr sicher. Achso, das war von Großmutter, oder? Ich kann hier nicht mehr bleiben. Es ist nicht mehr sicher. Zwei von ihnen haben schon versucht, mich zu erwischen. Einen von ihnen konnte ich im Keller einsperren und den anderen mit einem Glas Brandy beschäftigen. Aber es werden mehr kommen. Ich muss schnell fort von hier. Auf meiner Hütte bin ich in Sicherheit. Welche Hütte? Haben Mr. Oxford und Mr. Mortimer versucht, Großmutter weh zu tun? Warum sollten sie so etwas tun wollen? Die beiden sehen eher wie Opfer aus. Mr. Oxford ist tot und Mr. Mortimer geht es nicht besser. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Großmutter schrieb, dass sie zu ihrer Hütte aufgebrochen sei. Und obwohl ich nicht weiß, wo sie liegt, werde ich sie finden. Ich habe keine Wahl. Ja,
Den geht es wirklich nicht besser, wenn man das Gesicht so ansieht. Ich muss ihn ein bisschen abwischen hier. Das sieht ja schlimm aus. Und die Augen zu. Also. Krass, oder? Ach, Wahnsinn. Momentchen, was haben wir hier? Können wir jetzt den Diamant wieder rausholen? Oder was anderes? Hier ist ein Bücherregal, da können wir nichts machen. Ich gehe mal zurück, weil wir haben hier einiges gefunden. Was haben wir hier? Ist hier noch was? Können wir jetzt was mehr mitnehmen? Auch nicht. Hier können wir graben. Was haben wir jetzt überhaupt zu tun hier? Hier können wir die Medaille dranhängen. Auch nicht. Okay. Aber den Türgriff, den haben wir. Und da gehen wir auch gleich rein. Aber ich habe jetzt schon Angst, wieder Toter. The bathroom is completely ruined. Okay. Wahnsinn, es ist ziemlich dunkel hier. Aber auch hier werden wir was finden.